Hallo und herzlich willkommen aus Oster Rückweg. Trotz der Corona-Krise möchten wir Ihnen zeigen, dass wir weiterhin auch im Verkauf für Sie da sind. Sowohl per E-Mail als auch per Telefon oder Videotelefonie stehen wir Ihnen für sämtliche Fragen beratend zur Seite und können auch bei Interesse das Fahrzeug digital abfertigen. Damit wir Ihnen aber auch nicht nur vor Ort, sondern halt jetzt auch über Social Media zum Beispiel das ein oder andere Fahrzeug noch mal näher bringen können, würden wir jetzt die nächsten Tage und Wochen immer mal wieder das ein oder andere Fahrzeug filmen und Ihnen versuchen, so näher zu bringen. Wie in diesem Fall haben wir jetzt einen Hümer BMCI 580 und wir gehen einfach mal näher auf die Details ein. Auf dem Preisschild von dem Fahrzeug sehen Sie die Ausstattung, die er sowohl werkseitig bekommen hat, als auch nachträglich von uns als Händler eingebaut wurde. Wir gehen einfach mal spezifisch auf 1, 2, 3 Highlights ein, wie zum Beispiel das große Chassis mit der 177 PS Maschine. Das Ganze aktuell noch auf 3880 Kilo aufgelastet, ist aber problemlos durch die Vorbereitung bis 4,5 Tonnen auflastbar. Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel das große MBUX-System mit der Rückfahrkamera, die 16 Zoll Alufelgen mit Ganzjahresreifen oder die 9G Automatik sind bei diesem Fahrzeug schon serienmäßig. Weitere Highlights wie zum Beispiel die automatische Sattanlage oder der 32 Zoll Fernseher sind ebenfalls schon mit verbaut. Da werden wir gleich im Anschluss des Videos oder im weiteren Verlauf nochmal weiter drauf eingehen. Highlights im nachträglichen Anbau sind unter anderem die 200 Watt Solaranlage, um auch entsprechend autark stehen zu können, die 4,5 Meter Markise oder sehr, sehr schick die hydraulische Stützenanlage von Alco. Auch eine Anhängerkupplung oder kleine Gimmicks wie zum Beispiel Mülleimer an der Tür sind nachträglich eingebaut worden. Hier bei dem Fahrzeug ist nochmal darauf hinzuweisen, dass das Fahrzeug ein junges, gebrauchtes Fahrzeug ist. Das heißt, aktuell hat es einen Kilometerstand von 4500 Kilometern und ist im August 2019 zugelassen. Wir haben auf den Listenpreis von 129.000 momentan einen Preisvorteil von 23.405 Euro. Jetzt wollen wir aber nochmal auf das ein oder andere Highlight am Fahrzeug selber eingehen. In der Heckgarage haben wir für den Vorbesitzer einen sogenannten VeloSlide Fahrradträger eingebaut, damit wir einmal das Heck frei haben, aber auch die Länge des Fahrzeugs nicht erhöhen und die Fahrräder E-Bike tauglich vor mutmaßlichen Dieben etc. pp. Aus dem Sichtbereich entfernen können. Die Handhabung des VeloSlide selber ist relativ einfach, das heißt, ich kann hier ganz einfach ausfahren, das Fahrrad entsprechend auf- oder abladen und entsprechend wieder in die Heckgarage versenken. Es rastet automatisch ein und ist komplett gesichert. Sollte mich das Fahrrad oder die Fahrräder in dieser Position stören, kann ich es auf der Schiene immer noch nach links oder nach rechts schieben. Oder sollte zum Beispiel die rechte Seite des Fahrzeugs behindert sein durch irgendwas, zum Beispiel fahrzeugtechnisch oder halt auf dem Gebüsch, kann ich das Ganze auch zur anderen Seite rausschieben. Einmal nur kurz demonstrativ und auch hier wieder ganz leicht zurückzuführen. Auf der Fahrerseite des Fahrzeugs können wir mal die ein oder anderen Highlights sehen. Unter anderem sehen wir die hydraulischen Teller, das bedeutet, das Fahrzeug hat ein sich selbst nivellierendes System verbaut bekommen, sodass wir zu jeder Zeit im Stand das Fahrzeug immer in Waage stellen können. Weiter sehen wir aber auch, dass die Gasflaschen einen eigenständigen Gasflaschenauszug bekommen haben, sodass das B- und Entladen rückenschonender erfolgen kann. Hier vorne im Fahrerhausbereich sehen wir das neue von Mercedes rausgebrachte MBUX-System und zwar in der 10,25 Zoll Variante, wo entsprechend auch die Rückfahrkamera drauf gekoppelt ist. Generell wirkt das gesamte Cockpit sehr aufgeräumt. Das Lenkrad hat auf der rechten Seite die gesamte Steuerung des MBUX-Systems selber, beziehungsweise auch
der Annahme des Telefons, der Lautstärkeregelung oder halt auch der Sprachsteuerung über die neue Mercedes-Software. Auf der linken Seite des Lenkrads ist die gesamte Handhabung des Tempomaten und des Limiters. Ansonsten haben wir die Automatik in dem Mercedes-typischen Hebel und auf der linken Seite entsprechend die Blinker bzw. auch Waschanlage. Ansonsten haben wir auf der linken Seite des Cockpits noch ein paar Bedienknöpfe, wo uns der Komfort des Fahrzeugs mit erleichtert wird. Ready. Aus dem vorderen Bereich, also sprich entweder aus dem Fahrerhaus heraus, sind wir auch in der Lage, den neuen 32 Zoll Fernseher entsprechend zu bedienen. Und hier kann man auch bequem und mit einem sehr großen Bildschirm zum Beispiel die Fußball-WM betrachten. Die Küche ist kompakt und übersichtlich, hat neben dem Hümer-typischen Dreiflammenkocher mit Vierzündung auch das Waschbecken, eine hochwertige Armatur und Auszüge, die genauso Softclose haben. Auch die Hängeschränke sind schön großzügig, tief, haben eine kleine Rückfallkante, sodass das Ganze halt nicht hervorheben kann und haben ebenfalls Softclose. Der Kühlschrank, der in die Küche integriert ist, ist schön groß, hat ein eigenes Frostfach und kann sich genauso auch automatisch von Gas, Strom oder 12 Volt wechseln. Oder ich kann ihm selber sagen, welches von den Quellen er wählen soll. Die Betten des Fahrzeugs sind sogenannte Einzelbetten mit der Möglichkeit, über einen Keil das Ganze zu einer großen Liegefläche umzubauen. Das ist relativ einfach rein bzw. auch rausnehmbar. Also sprich einfach hochmachen. Die Betten selber sind Komfortmatratzen in extra Dicke. Darunter hat Hümer das sogenannte Tellerfedersystem verbaut, sodass wir einmal eine Durchlüftung gegeben haben, aber auch einen höheren Schlafkomfort. Was ebenfalls sehr charmant und interessant an diesem Fahrzeug ist, trotz der 7 Meter Länge hat der Wagen immer noch einen raumhohen Kleiderschrank, der sowohl oben als auch unten eine Kleiderstange hat. Oder wenn man raumhoch Kleider zum Beispiel hängen möchte, nimmt man einfach das Zwischenbrett raus und hat entsprechend den Kleiderschrank hier. Zusätzlich versteckt sich unter dem vorderen Teil des Bettes über diese kleine Schlaufe zu bedienen eine weitere Kleiderstange bzw. ein Staufach, wo wir nochmal ordentlich was unterbringen können. Hier sehen wir jetzt das Badezimmer vom Hümer. Markant ist einmal die Banktoilette, aber auch das aufgeräumte Waschbecken. Ne? Wir haben eine separate Dusche, die ich über Raumtrennung.